Wir kommen heute zu einer weiteren Reise durch die Clicker Idol und Incremental Games. So, das nächste Spiel in der Liste ist wieder Crusaders of the Lost Idols. Hier bin ich aktuell gerade an dem Ende von einem Freeplay, um wieder ein bisschen die Idols zu pushen. Also knapp 50.000 bzw. 49.000 bekomme ich da und es sind wahrscheinlich noch ein paar mehr, die ich insgesamt schon bekomme. Weil die haben jetzt auch über Nacht Zeit gehabt, natürlich den Zeitbonus noch ein bisschen zu pushen. Ja, das heißt 69.000 stehen dort aktuell an. Machen wir doch mal noch ganz kurz den Bonus rein. Also den Stormrider einfach dazu holen und dann mal gucken, ob ich noch das eine oder andere Level gepusht bekomme. Wobei es jetzt natürlich nicht mehr so viel ausmacht. Das wäre höchstens noch ein Bosskampf, aber nee, ich bin bei 12,27. Das heißt, da ist im Moment jetzt nicht allzu viel zu holen. Also Missionen vervollständigen. Ich hoffe ja tatsächlich, dass hier bald ein Button dazu kommt, womit ich hier das einen mit einem Klick diese Daily Missions dann abschließen kann, sodass ich nicht jede hier einzeln durchklicken muss und es einfach zügiger geht. Zumindest die Gold- und EP-Missionen werden auf jeden Fall praktisch, wenn man die on-block einfach abschließen kann, weil die tagtäglich natürlich mehrfach auftauchen und auch dann immer wieder abgeschlossen werden müssen. Beziehungsweise müssen natürlich nicht, aber wenn ich am Tag irgendwie 10, 20 von diesen Kurzmissionen dann insgesamt mache, also die alle so um bis maximal 2 Stunden gehen, dann ist das schon immer ein bisschen lästig, da immer wieder reingehen zu müssen. So, dann schicken wir die gleich noch hier wieder auf die Materialienjagd. Mal gucken, wen ich da mitschicke. Da brauche ich ja bloß ganz normale. Und da kann ich auch einen anderen, also inzwischen habe ich zum Glück 2 Heiler, noch zusätzlich 2 weibliche Heiler, die hier nicht direkt im normalen Play verwende, sondern die ich dann für solche Missionen verwenden kann. Und worauf ich jetzt natürlich warte, ist, dass die Challenge bald wieder losgeht. Also in 6 Stunden beginnt die neue Challenge. Das heißt, ich werde da jetzt wahrscheinlich einfach noch einen neuen Durchlauf starten. Das heißt, die können mir einfach bis dahin noch ein paar Idols wieder zusammensammeln. Der Nate Dragon hat den Weltenreset, also 69.000 Idols dazu. Ein Free Play werde ich nochmal starten, weil das kann ich zumindest ziemlich bequem zu jeder Zeit resetten. Was sie inzwischen ja noch rausgebracht haben, sind jetzt die Tier 4 Missionen für Mischiefs at Mudbarts. Und da hatte ich gerade erst das Teacher Pad in Stufe 3 abgeschlossen, weil das ist etwas anstrengend gewesen, in der Hinsicht, dass natürlich immer die Crusader ausgetauscht werden müssen, die gerade zu Froschen gemacht wurden. Und was ich dann festgestellt hatte, dass ab Stufe 21, also Slot 21 bis 28, die ja inzwischen verfügbar sind, das Morphing nicht stattgefunden hat. Das heißt, die Crusader zu verwenden war dann sehr, sehr praktisch. Aber das haben sie jetzt gefixt. Das heißt, den Bonus gibt es nicht mehr, das heißt auch die Crusader in den höheren Stufen sollen jetzt in Frösche verwandelt werden. Und was das Anstrengendste bisher war, jetzt war das Polkemann, weil das natürlich im Idle-Modus überhaupt nicht funktioniert hat, weil in jedem außer den Boss-Leveln muss mindestens einmal geklickt werden, um diesen Polkemann einzufangen. Und wenn ich das natürlich im Hintergrund laufen lasse, dann sind die immer gleich gescheitert, weil dann einfach der Polkemann die alle aufgefressen hat, weil ich natürlich nicht geklickt habe. Also da bin ich sehr froh, dass ich das da das letzte Dreier jetzt fertig gemacht habe und im Moment bin ich dabei, hier halt dann weiterzugehen, die Tier 3 Missionen zu erfüllen. Also es wird weiterhin so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, inwieweit ich in der Lage bin, diese Mission abzuschließen, bevor sie dann die nächsten Tier-Missionen hier rausbringen. Immerhin habe ich hier schon alle Dreier jetzt fertig, das heißt, wenn sie hier die Vierer machen, ist dann auch nur eine Ebene, die mir fehlt. Aber es sind noch ein paar Missionen, die es dort zu erledigen gilt. Auch wenn die zumindest nicht mit Steam-Errungenschaften oder mit anderen Errungenschaften belohnt werden, dann aber eben nur mit Rubies, die es dann dort im Austausch gibt. Und vom Wert her, nochmal ganz kurz reinschauen, weil ich glaube so 300 bis 400 sind die jeweils wert. Ja, 400 hier überall. Hier auch sogar noch ein bisschen mehr. Das heißt, es ist der Gegenwert von 4 von den Truhen, von den Juwelentruhen. So, also ihr startet dann gleich mal in den Speed-Modus, weil da brauche ich ja sowieso noch die Schuhe, sodass die dann relativ entspannt bis 300 gleich durchraschen können.
So 208.000, das heißt, auch da fehlt noch ein bisschen was, um die nächste Stufe zu erreichen. Also 272.000 kostet jetzt der nächste Helden auf Level-Bonus, damit ich dann 1.200 nochmal habe, also statt nur 1.175. Die anderen lasse ich eben weiterhin noch auf den Stufen, wo sie jetzt sind, und konzentriere mich weiterhin auf diese beiden. Wobei das Konzentrieren auf den Sprintmod kann man nicht wirklich nennen, weil 800.000 Idle zu grinden ist schon eine ziemlich mühselige Aufgabe, weswegen ich das nicht direkt im Moment mache, sondern eher dann das Superior-Training weiter ausbaue, um die restlichen Juwelen einzusammeln und mit den restlichen Juwelen dann normale Kästen zu kaufen, beziehungsweise Juwelenkästen zu bekommen. Und inzwischen habe ich es auch geschafft, einigermaßen hier von 3.000 abzusenken, weil ich die dann doch hier und da für einzelne Missionen gebraucht habe. Eine der letzten Missionen, die auch etwas langwieriger waren, irgendwo konnte ich nämlich nur die Standard-Crusader benutzen. Genau, den Nostalgie-Trip. Hier nur Female Crusaders und nur die, die standardmäßig da waren. Also alles nur von den 20 Grund-Crusadern. Das hat schon eine ganze Weile gedauert, da tatsächlich bis 800 zu kommen. Es war möglich, aber eben immer mal wieder ein paar Kisten ausgegeben, um dann doch mal ein 100er oder 200 Level aufzuleveln und die dann wieder im Idle-Modus laufen zu lassen. So, die sind jetzt schon in den Sprint-Modus gewechselt. Das heißt, da gibt es jetzt auch gleich mehr Kohle und ich kann die dann in 10, 20 Leveln kann ich die dann alle durchkaufen. Und auch hier den Stormrider wieder aktivieren. Aber ein paar Level dauert es noch. In der Zeit kann ich mir mit euch nochmal kurz das Challenges anschauen. Also ihr seht, inzwischen habe ich die 100er Mauer durchbrochen und auch in zwei Challenges 101 und 103 Tokens bekommen. Es ist so, es gibt wohl irgendwie einen Maximalwert an Tokens, die erreicht werden kann. Wo der genau liegt, kann ich noch nicht sagen. Oder wie das Signal ist, dass man das dann erkennt. Weil ich hier dann doch, ohne jetzt allzu stark zu pushen und irgendwie bestimmte Level-Ups hier auf die Unique-Tokens, also auf die, also ohne das Legendary Gear nochmal gezielt zu pushen, damit ich in diesen Challenges besonders weit komme. Weil das Schwierige ist eben, dadurch, dass die nicht linear vergeben werden, obwohl im Schnitt etwa ein Token pro 10 Areas verfügbar ist, ist es halt schwer zu sagen, wann das nächste Token kommt und ob es sich lohnt, noch 3 oder 5 Areas wirklich weiterzugehen, weswegen ich das im Regelfall auch bleiben lasse. Und mal sehen, wann hier jetzt ein neues Legendary, Epic Legendary ist, glaube ich, die Kombination, weil ich habe jetzt tatsächlich eins mal gekauft und das hat nämlich auch prompt mein Taya bekommen, weil für den gab es nämlich das Golden Legendary, also das ist die Bezeichnung. Womit nämlich der Storm Rider um 300% erhöht wird. Ich glaube, 200% war vorher der Standardwert. Mal gucken, ich glaube, wenn ich einen Descent mache, genau, also 150, also 50% mehr, beziehungsweise dann das Doppelte, weil der Standard wäre halt 100% gewesen, das normale epische Gear, soweit ich weiß, und eben dann nochmal ein 50% Bonus mit dem Golden und natürlich mit dem Legendary nochmal die Verdopplung von dem Bonus. Ja, aber natürlich werde ich es jetzt nicht runternehmen. Im Gegenteil, ich warte ja darauf, dass der freigeschaltet wird, damit ich hier jetzt seine Fähigkeit aktivieren kann. Okay, also jetzt erstmal die Standardkonfiguration für Maximum Goldbonus, weil solange ich die DPS nicht brauche, reicht es, dass ich meine spätere Damage-Dealerin, immer noch meine Shadow Queen, dass ich sie halt schon mal in der Formation habe, damit sie die Experience Points sammeln kann, die sie hier jetzt alle halbe Stunde bekommt. Und jetzt aber kurz austauschen, Taya rein, Bonus und dann nehme ich schon mal hier die ersten 400% auf den Gold-Multiplier, weil der DPS-Multiplier ist zwar auch nett, aber entscheidender ist für mich der Gold-Multiplier an der Stelle. Weil damit natürlich die Puffer dann da sind, die in Ruhe laufen zu lassen. So, auf jeden Fall bin ich eben neugierig darauf zu sehen, wann jetzt im Shop tatsächlich das nächste auftaucht, wie lange ich da noch warten muss, bis dort ein neues auftaucht. Und also im Moment habe ich 239, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 360 waren die
Tokens, die für so ein goldenes Gear dann bezahlt werden mussten. Aber das heißt, dass ich diese Woche da wieder ganz gut anschließen sollte. Und mal sehen, vielleicht ist ja was Interessantes dabei. Und es ist ja eh 2 Wochen auf jeden Fall im Shop normalerweise. Das heißt, da sollte genug Zeit sein, wenn es für einen Crusader ist, den ich regulär einsetze, dass ich mir dann noch ein weiteres Golden Legendary besorgen kann. Sonst gibt es hier nichts viel Neues. Ist nicht viel passiert. Achievements bleibt das Grinding Achievement für die Mission Impossible. Und sonst gibt es letztlich nicht viel darauf hin zu bearbeiten, außer das, was ich schon gezeigt habe, dass ich nach und nach die Tier-Missionen noch vervollständige. Einfach, ja, um sie abzuschließen. Und sonst mal sehen, welche Änderungen sonst noch demnächst anstehen und welche Verbesserungen es geben wird. Also soweit heute für Crusader of the Lost Idols und weiter zum nächsten.